Ziemlich heiß hier. Genau wie in den letzten Tagen hier. Ja, in den letzten Tagen war es auch echt heiß und überhaupt nicht angenehm, ey. Na gut, ist ein Bull gestiegen, ist schon angenehm wahrscheinlich, ne? Aber naja. Pockys müsste ich in der letzten Folge gescannt haben. Und einfach ist gerade ein. Ach, ein Tornadino. Ist doch nicht nothing. Pocky. Ich weiß nicht mal, wie ich es früher gemacht habe. Das ist echt so. Bin ich immer wieder denn zurückgegangen, das ist sehr nervig, ne? Eingang und den nochmal zurücklaufen muss. Ich mach's anders. Komm, ich will es ja geordnet haben, ja? So wie ein Profi macht, wie ein Vollprofi. Ich weiß, ich hätte auch einfach nebenan gehen können. Dann landet, dann noch von dort, dann noch von dort und. Aber nee, ich mach's immer so. Es ist schon geordnet, sag ich mal. Und von dort gehe ich natürlich dann, damit wir weiterkommen. Gar nichts. Sie sind Pockys. Wir machen ja nicht mal was. Die Stelle sollte man merken. Merken, Colorado, oben und 2. Kleiner Huhn. Ach ja, von Colorado 2 nach oben, glaube ich, oder 1 nach oben. Und dann 2 mal rechts. Ja, aber starke Bock. Komm. Einfach den Powerpanzer rausholen. Nein, nicht den Schwung, sondern. Und dann. Nicht. Und dann auch den Erdbeam rauspacken. Gut, das Action-Kommando und zwar Schaden. Fuck. Und gehen. Geschafft. Weg. Du. Boah, Januar oder was? Mein einziger, ne? Nein, Alter, die fast. Voll, voll. Kann ich nicht mitnehmen. Da lass einfach schau stecken. Macht du 3 Damage, nicht gerade die beste. Icon. Neuer, ja. Bin Geld frei. Nein! Spaß! Spacken! Ich werde verfolgt von Bonnie und dann Bandit! Als von einem Bandit, der ist gerecht, aber nicht mal Bonnie! Alter, jetzt von. Oh, Alter! ETF, Mann. Ich hab's von einem Pocky gerissen, aber nicht von einem Bandit, das mich verfolgt. Ja, so hab ich's immer gemacht. Jetzt ja noch mehr. Aber Anfang kurz. Schwierigkeit gehabt. Ist ja perfekt, Alter. Ja, hier ist wieder ein Nothing, nur Banditen. Nothing. Oh, alles Geld. Komm, dann geh ich mal. Ich hab mein Wohlfühlen. Den gesamten Schosen. Durcherleben muss jetzt wirklich einfach mal nachfinden. Geil. So was? Nö. Wo setze ich kurz? Ich denke, das ist ein einfaches Rätsel. Warte, ich hab vorhin das angetippt, ne? Ich. Das. Das. Nee.
riecht zwar falsch. Es gibt lauter Rätsel, na gut, dann meint nicht. Alter, Porkies! Porkies heißt der Boot. Alter, nee, ich bin nicht eure Futter. Auch nicht mal Frühstück. Ich werde vielleicht offscreen trainieren. Ah, bitte nicht im Part, ey. Part gar keinen Bock auf Porkies. Ich hätte alle mal angefangen und es wird eine Milliarde Stunden dauern, bis ich alle besiegt habe. Und ich will eh nicht alle besiegen. Das ist nur offscreen Training. Ist ja gestartet. Einfach nur sein Blatt. Ist drum hat. Nö. Dort. Nö. Dort. Nö. Ein Block. Den platziert nicht einfach so. Das muss ein Rätsel sein. Ich nicht check. Was ist dieser Block zu bedeuten hier? Nicht herausfinden! Warte, hier. Kommen wir nächstes Mal nach Kapitel 4 vielleicht nochmal, ja. Weil dort kann man versteckte Blöcke sehen, etwas. Das ist ein Tornadino, aber nicht reingehen. Es gibt zwar einen Tornadino, der bringt euch so ein Item, aber der ist es nicht. Ich weiß, wer es bringt. Aber ich will erstmal die Stelle gesehen haben. Ich mich auch ein Ding an und die Stelle ist auch extrem seltsam. Auch probieren zu merken, weil ja, nichts ist. Wird das wahrscheinlich auch was sein. Und hier sind schon wieder Pockies. Ey, das Banditen hinter uns, ja, sind verstehe ich, weil ich Geld habe und so. Denn die wollen uns alle klauen. Aber Pockies, nee. Die haben kein Interesse an meinem Geld. Zum Glück. Usus. Jetzt schon wieder ein Pick. Ja. Jetzt ist es noch ein bisschen. Aber ihr hättet doch ganz schnell zum Dorf gehen können. Hätte man machen können. Bye bye. Und ist ein Gegner. Nö. Mit it. Ist schon ein bisschen seltsam. Ne? Alter, ein Tornadino. Aber der ist eh nicht der richtige. Hier ist bei der Welt. Eine Coin. Super. Eine Münze, ey. Und auch ein Honigsirup. Da hab ich einen, aber das andere ist verschimmelt. Jetzt Begründung. Auf die Werfe ich weg. Ciao. Wir sind immer noch auf Fahrt und. Palmen. Ich denke hier. Das ist offensichtlich. Was? Fluchtlohnorden. Selbst bei der Flucht bekommt man einen Sternpunkte. Genial, ey. Ah. Hallo. Salam, Mitreisende. Auch ich befinde mich auf Reisen. So ja, hoffentlich auch. Andere Reisenden, die ich treffe, sind für mich wie Brüder und Schwestern. Sucht sie nach einer Stadt, dann folgt diesem Pfad nach Osten. Ein Ort namens Stadt kommt nach Vorposten, wartet am Ende. Ihr müsst einfach nur diesen hellen Weg gehen. Und es sind nur ca. 5 Reiche. Da seid ihr auch schon im Dorf, aber das wäre langweilig. Darum erkunden wir auch bis in die Wüste. Und schön hier nicht mit meinen Freunden, sondern mit böse Kreaturen. Meine Freunde sind viel netter, die würden mich nie durch die Wüste verfolgen. Der Tornadino ist der Richtige. Kann ich nur sagen. Der führt zu einem Orden. Der nicht gerade weit ist. Ist hier in der Nähe sein, aber... Erst wenn wir es irgendwann gesehen haben, weil ich wüsste nicht, dass... übertrieben war. Hier ist auch nichts verdächtig. Einfach nur ein Block, der war schon Geld, oder? Kein Bock, aber ab durch die Mühle, sag ich mal. Hier, das ist der Horn.
Dazu stellt Tornadino hin. Ja, hier. Das ist Big Name. Blau. Packt ihn. Geht in dieses Tornadino rein und er bringt euch. Zum Wirbel. Schwäche gehen, aber durch einen Wirbelschlag besiegt. Ach so, jetzt habe ich es kapiert. Ja, ich habe gedacht, was bringt das, ey? Aber wenn man einfach anrempelt, dann nicht direkt gekillt anscheinend. Oh, oh. Das ist zwar keine gute Idee, aber es ist nur Stoppuhr. Ups, die brauchen wir nicht wirklich. Ist auch cool genug, ne? Cool genug, denn wieder. Oh, oh. Ich glaube, die heißt Mounty Mounts oder so ähnlich, die wir getroffen haben. Sehr viele Blöcke, ey. Lass mich raten. So eine komplette Kombination. Ich werde so kompliziert sein, Alter. Okay. Oh, ich ist ja lebensmüde, wenn man das gesamte Geld holt, ey. Ist halt voll lebensmüde. Wer das macht und nicht von einem Bandit getroffen wird, ohne die zu killen, Respekt an euch. Respekt. Das heißt jetzt Respekt. Ey, wie viele Borgis sind das, ey? 8? 10? Das sind auch never. Das sind nur 5. Das sind doch safe schon 15 oder so. Alter, WTF? Wie viele sind das, Mann? Ich heiße Ledger, Mann. Alle Plattformen streamen, um zu trainieren. Ja, weiß. 4 Sternpunkte für mich. Oder Livestreams machen auf YouTube. Wer weiß, ich denke ja, aber. Geld. Ich bin Geld, geil, du. Aber wenn es nicht so viel Geld. Du bist an jemand. Diese kleine Huhn. Soll, was soll ich denn machen? Ich will nicht kämpfen. Ich will nicht kämpfen. Lasst mich in Ruhe. Noch ein bisschen. Klang sich für lernen. Was. Sweet. Abgeblockt. Super. Jetzt habe ich auch keine BPs mehr. Na geil. Lach mich ruhig aus. Nein. Props an mich. Komm, ich will dafür jetzt einen 10 Euro Gutschein. Von euch allen. Jeder kostet 1 Cent. Ein Spaß. Dann müssen wir 43 machen. Sogar 25 Cent alle. Oh. Ich bin wieder ein Rätsel wahrscheinlich, ne? Das löst sich doch an nie. Was? Denke nicht. Hier ist noch Geld. Wie viel Geld bekomme ich? Ey. Betätigt alle diese Blöcke, ne? Haha, bekommt Geld an. Oh, oh, Geldmangel ist hier nicht. Not Geldmangel. Langsam habt ihr euch kein Geldmangel mehr. Das muss ich schon sagen, ganz wirklich. Du. Pocky! Sind wir wieder auf Fahrt? Nö. Aber jetzt müssen wir auf Fahrt sein. Oh, jetzt bis zum letzten Gebiet. Und? Nein. Ja? Ja. In Morty! Ein geheimer Brief hat sich hier befunden, das wusste ich noch.
Was? Schon ab. Wir gehen jetzt lieber dorthin, denn ich werde ein paar Items lagern müssen, weil wir was machen müssen. Daumen hoch. Quizmo, erstmal das schon sehen mal. Quizmo ist mein Name und Chris Shows seht mein Leben, du bist größer, ich hab sie. Wenn du manchmal laut im Reden Nüsse knacken kannst, dann juhu, gebe ich dir einen Sternsplitter, wenn sie es versuchen. No, it's not fun. Dann komm mit auf Frage. Jetzt wird doch mir noch ein Spaß. Frage, wie läuft der Name von Gumbaris Nachschwester? Gumbette, Gumbarina. Nee. Und Gumbaria. Der ist Gumbaria natürlich. Korrekt, Mann. Gratulation, ist ein Sternsplitter. Danke. Du hast mir jetzt eine Frage richtig beantwortet. Ey, das kommt jetzt rüber, als wäre ich voll ein Lappen, Junge. Eine Frage richtig beantwortet. Das kann doch jeder. Komisch. Verrückt geschlossen. Da ist doch gerade ein Kunde gekommen. Hat jetzt zufällig aufhören, denn ich muss Items lagern. Nö. Die stechen einfach alle ab. Nö. Ja. Müsst ein bisschen noch warten. Nö. Hoho, was ist das mit dem Wirren, Mann? Hau ich direkt wieder ab. Jetzt klappt es wieder ab. Man schon zu erwarten, wie viel Geld habe ich? 234 Münzen, ey, ich bin noch voll Witch. Weil Privatsacker hier gefühlt noch 50 Coins. Weil ich auch alle dann ordentlich verballert habe. Jetzt nein, nicht. Hallo, ich komm reisen da. Ich will ein bisschen lagern. Ich will horten für die nächste Corona-Pandemie. Ja, schwörbar. Ja, noch etwas lagern. Natürlich was lagern. Muss mich fast Sachen leider lagern. Wir brauchen Platz im Inventar. Super Pilz auch vorübergehen. Wenn ich gleich den Ultra-Pilz besonders lang sollte. Denn jetzt richtig bitte. Richtig wichtig, genau wie der Wackers gibt. Und der Rest kann, denke ich. So, jetzt. Also jetzt kommen wir zu den Bereichen, in denen wir eins noch nicht preis. Und die geht es. Halbwegs. Beklag mich gleich. Ich will mal einmal flüchten. Um euch zu zeigen, wie es ist. Ich glaube, ich habe noch nie geflüchtet sonst. Und dann geht es nicht. Beklagt euch alle meine GZ. Die ist dran schuld. Nein, Spaß. Der hat damit nichts zu tun. Und jetzt beginnt es grün zu werden. Von nur Sand, Fata Morgana. Und jetzt sind wir in einer Oase. Ich kenne sie vielleicht keine. Oh, witzig. Ich weiß, es war nicht witzig. Das ist ein Superblock. Dam jetzt herausgefunden, was Superblöcke sind. Naja, wir können einen Partner aufrufen. Ja, wir haben 4 und ich bin als Einsteinfreff und Mario. Ich würde sagen, die wollen wir auch. Darum bekommt da die Move aufladen. Die Leute sind schon abgestürzt, ja.
Jetzt ist er auf der Imsporang. Und oh geil, hier gibt's noch einen Heilblock. Ich will so weit will darf ich schon laufen, ey. Auch wenn ich gar kein Fall von laufen bin. Wirklich nicht. Ja. Ja. Hört auf. Du klitzekleiner Hure. Kann ich das vielleicht noch abbrechen? Nein. War gerade abgelenkt kurz. Er hat mal wieder keine Tür zu machen. Na super. Vergeilt, Mann, ich bin auch so dumm. Ich kann die FPS besiegen, ey. Was ist denn das? Da hab ich so an mich nicht gewettet. Ich hab gar keinen Bock gerade auf Kämpfen. Also, warte. Ganz knapp, ey. Weg. Ja, moin, sind 15 Banditen. Ist klar. Ja, mach doch noch mehr Banditen. Komm, ich will's haben, noch mehr. Komm, haut alle rein, 100 Banditen. Komm, die kriegen noch alle. Super, hier ist eine Sackgasse. Na toll. Wozu bin ich hier auch hergegangen? Hä? Hä? Warum bin ich hergekommen? Hat ja nur Banditen. Das ist der schlimmste Gegner der Wüste. Wusstet ihr es eigentlich? Die Bodies, ganz okay, die kann man in einen Zug besiegen. Aber jetzt, nee. Stinkt einfach. Komm, ich will noch ein bisschen mehr. Ich bin. Was liegen jetzt, ne? Ja, Limetten geil. Daumen voll. Heute kommt jetzt auf Fußball auf, ich glaube Seite 1. Schaut euch an, Deutschland gegen Portugal, aber ich nehme es auch gerade am Sonntag auf, von daher bringt es mir auch nichts, weil ich das zu sagen, weil ich werde Sonntag jetzt hochladen und nicht als Premiere. Naja. Arsch gerade gezogen. So, Mann, warum hast du das bitte gekauft? Ich warum hast du die Limetten und so besorgt? Hallo, du, geht's dir gut? Bist du traurig oder frohmutig? Die große Merli. Man nennt deine hübschere, man kennt. Große Zauber, ich vermag. Doch umsonst ist sie nicht, sag. Das Glück war bisher erholt, dieser hat's dich doch gebracht her. Mein Zauber ließ es dir helfen. Kann doch keiner weiß, ob. Oder wann? Willst du es wagen und hören, was die Karten sagen? Hervorragend genial. Auf welchen Spruch fällt deine Wahl? Am besten der mit der höchsten Zahl. Geile Reime. Geil. Die Min-Magie. Die unnötigste. Die normale Magie kann man machen, aber dann natürlich die Spezialmagie. So denn, wir sind bereit. Und jetzt geht's los. Du.
bin mir sicher von meiner Macht, nehmen sich deine Gegner in Acht. Selbst wenn du bist, irgendwann war ich immer mein Glück, meine Saube, aber bleich. Also bis später dann, wir sehen uns wieder irgendwann. Erstmal die Reihe von mehr Lieb. Es gibt aber auch mehr Leute, mehr lieblich und mehr lieb. Und es ist nicht immer einfach so. Also bis. Freigebige Menschen sind nett, sehr nett. Nette Menschen erfahren nette Geschichten. Ja, dann Limette. Ja, Lieblingsessen. Ah, du gibst mir etwas, du könntest nett sein. Wenn du ein sehr netter Kerl bist, gibt's mir noch etwas. Na gut. Oh, ähnlich eigentlich das netteste aller netten Dinge, weil du mir mein Lieblingsobst gebracht hast, seiner Nettigkeit bewiesen, weil du so nett bist, werde ich dir das sehr nettes sehen. Staubtrockene Wüste. Die staubtrockene Wüste ist ein endloses Meer aus goldenem Sand. Viele Geheimnisse verbirgt dieses Meer. Noch mehr als Sterne am Himmel stehen. Die Legende von einer staubtrockenen Ruine ist eines der Geheimnisse. Nur Mausdorfer weiß, wo diese legendäre Stätte ruht. Wir müssen noch weiter fragen. Ja, du Arsch. Danke. Wo sind die Ruinen? Um die staubtrockene Ruinen zu finden, muss mit Mausdorfer sprechen. Mausdorfer ist ein Nachfahre der großen Räuber, die den staubtrockenen Vorposten erbaut haben. Er befindet sich irgendwo in der Stadt. Aber wo genau wissen nur die engsten Gefolgsleute? Ich werde dir ein Geheimnis verraten, aber nur mit den Netzen allen sind wir alle. Na gut. Willst du noch ausweichen? Darum habe ich auch die gekauft. Was für ein Stockdrucker? Danach Lieblingsessen. Toll. Eine meiner Lieblingsfrüchte beginnt mit Z. Zitrone. Und endet mit E. Ja, Zitrone. Sie sind gelb und sauer. Sie duftet so frisch. Man findet sie nur in der Oase außerhalb der Stadt. Wenn du zur Oase gehst. Gehen und ein Fisch holen, weil das ich nicht bereits zu glauben, dass du ein wahnsinnig netter Kerl bist. Hab ich schon gemacht. Denn nur die nettesten der netten Kerle dürfen Mausdorfer sehen. Suchst du nach Wissen? Ja, eine letzte Zitrone. Ja. Okay, danke. Oh. Wo ist Mausdorfer? Und Kapitel 2 ist schon fast wieder vorbei. Ich hoffe, in. Part 2 Part erst gestartet, Part 8 erst gestartet. Ja, wir sind jetzt gerade Part 11, ne? Ganz schnell. Um Mausdorfer zu finden, geh in den Laden in der Stadt. Kauf zuerst ein Trockenpilz, gefolgt von einem Staubhammer. Du musst sie unbedingt in der richtigen Reihenfolge kaufen. Zuerst den Trockenpilz, dann den Staubhammer. Das ist ein geheimes Zeichen, die nur die Leute von Mausdorfer kennen. Kauf sie Dinge, verratet dir jemand was. Ja, ich hatte genug. Viel Glück bei so einer Mausdorfer netter Kerl. Okay. Kumpan. Zuerst Trockenpilz ist ein der unnötigsten Items. Dann Staubhammer. Super. Aber wie war es denn, Staubhammer nach einem Trockenpilz zu kaufen? Ist das ein geheimes Zeichen, das nur Freunde von Mausdorfer kennen? Das heißt ja, ihr kennt Mausdorfer. Hallo, mein Freund. Freut mich, dich kennenzulernen. Gibt es irgendwelche Fragen, die ich dir beantworten kann? Wo befindet sich der Mausdorfer? Ihr möchtet Mausdorfer treffen? Normalerweise befindet er sich am höchsten Punkt des Staubdruck-Vorpostens. Such einfach den Weg nach oben, mein Freund. Danke. Thanks. Und gib mir bitte ein paar Items wieder von mir zurück, die ich gelagert habe. Aber erst verkaufe den Staubhammer und den Trockenpilz. Für eine Münze. Und dafür habe ich hier zum 2 Münzen.
Leute, ich hab 2 Münzen aus dem Fenster geworfen. Schade. Nein. Ich habe die nicht verkaufen, sondern nicht viel. Aber mitnehmen. Hauptsächlich nur ein paar Dinge, ne? Die sehr wertvoll sind. Einmal den Pilz. Man weiß ja nie. Den Superpilz. Den Ultrapilz. Ich denke mir. Ja, das musst du ändern. Den Ultrapilz lagere ich lieber, bevor ich den noch aus dem einsetze. Weil den würde ich einfach auch nicht riskieren. Und stattdessen nehme ich mir eher Pilze. Und für 3 Münzen. Und der Tauchtons für 5 Münzen. Und der Kuban für 4 Münzen. Das ist eigentlich geschenkt, die Leute mal zuschlagen. Auf die lieber eure Trockenpilze. Eure Pilze. Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Eigentlich müsste hier was passieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Ich glaube, das war springen. Naja, egal. Aber in der nächsten Folge. Ich will jetzt hier nicht spoilern, was in der nächsten Folge gemacht wird. Ich wollte es noch nicht spoilern. Ist ja ganz logisch. Ich will nicht spoilern will. Gut. Ja, in der nächsten Folge geht's weiter von Paper Mario. Ciao.